aber ich. Die Ergiebigkeit schützt sich aus seiner elektrischen Kraft. Einer primären Kraft wie keiner anderen. Primär, da aus dem Nichts kommend und zugleich ein Kontrast bildend zum Nichts. Die absolute elektrische Energie entweicht der absoluten Dummheit. Klar, einleuchtend und absolut postulierbar. Das elektrische Ich braucht seinem Wesen nach keine Das Surreal dagegen in seiner elendigen Allwissenheit quietscht danach. Es hat nie gelernt zu wirken. Ganz klarer Fall der absoluten Dummheit. Das Surreal steht jeden Morgen auf und quietscht. Das elektrische Ich hingegen lässt es sein mit dem lieben dem Motto, Fenster, Fenster brauch ich nicht. Die Müdigkeit und die Wachsamkeit sind ganz seinem Willen untergeordnet. Es lässt sich nicht hetzen von der phallistischen Allmacht. Soll sich das Surreal doch zu Tode klitschen? Ist ihm doch egal. Auch andere Dinge sind ihm egal. Lediglich die Fortführung des elektrischen Willens ist von primärer Wichtigkeit. Sekundär gibt es nicht beim elektrischen Ich, weil das Ich ja eben elektrisch ist. Nicht wie das hinterherhinkende Noir, das Sur. Wo das Noir doch auch nur hinter der Leerstelle den König hinterherhinken kann. Die schlechte Dialektik des Sekundarismus eben. Nicht, es leuchtet einfach. Die Formel des elektrischen Iches ist N mal Pi. Und jedes elektrische Ich unterscheidet sich, differiert vom anderen elektrischen Ich. Thank you.
Danke für zahlreiches Dasein. Jetzt kommt das Dialog mit dem Nichts, Kenta. Ja, der Dialog mit dem Nichts, ne? Oder? Ja. Die Dialog mit dem Nichts. Get me in stock.
war die Publikumsfrage. Um Angst, die eigentlich sich nicht fürchtet, vielleicht. Thank you.
CDs und T-Shirts.
gelbe T-Shirts.